Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Roadcar Blacklist. Ja, hört sich im ersten Moment wahrscheinlich sehr seltsam an. Was soll sich dahinter verbirgen? Dahinter verbirgt sich eine Art Guide für Fahrzeuge für den Online-Modus. Man sieht immer wieder Räume, in denen Sportwagenrennen stattfinden, die betitelt sind mit 500 LP oder 550 LP oder 600 LP Roadcar-Rennen. Und da möchte ich einfach jetzt nach und nach in dieser Serie einige Fahrzeuge für vorstellen und auch mit Rundenzeiten euch damit auch noch sagen, welcher der schnellste ist. Und ja, heute fange ich mal an mit diesem Fahrzeug, was ihr hier im Bild seht, nämlich den Lotus Carlton Baujahr 90. Ja, erstmal ein sehr ungewöhnliches Fahrzeug, was man nicht allzu oft sieht auf der Strecke oder überhaupt beim Händler, weil ich jetzt hier auch in dieser Serie sehr abwechslungsreiche Fahrzeuge vorstellen möchte, damit auch für jeden auch vielleicht mal irgendwas dabei ist, was eventuell ihm gefallen könnte. Ja, dann ein paar Details zu dem Wagen. Der Wagen kommt von Lotus, also ein britischer Hersteller, und ist relativ schwer. Man findet den Wagen im Gebrauchtwagenhändler und der kostet ungefähr 81.000 Credits. Ja, wiegt relativ viel, 1.655 Kilogramm in der Basisversion. Also dort solltet ihr auf jeden Fall als allererstes die Gewichtsreduzierung bis Stufe 3 einbauen, damit der Wagen irgendwie konkurrenzfähig ist. Ja, ich habe den hier, stell den Wagen hier vor auf Basis von 500 Leistungspunkten, also baut den Wagen auf 500 LP auf, dann würde ich euch wirklich empfehlen, die Gewichtsreduzierung einzusetzen. Ja, generell hat der Wagen in dieser Leistungsklasse einen Vorteil durch den Motor, denn der Wagen hat einen V8-Motor, der wirklich in der Leistungsklasse viel Power bringt. Wir haben jetzt hier mal die Top-Speed-Test, den machen wir auch jedes Mal jetzt in dieser Serie, damit wir auch genau wissen, wie schnell der Wagen wirklich ist. Ja, und das kann sich hier schon sehen lassen. Man kann den Wagen auch auf 550 LP fahren und auch da ist er relativ schnell. Das Gewicht hängt bei der Beschleunigung etwas nach, aber man kommt ganz gut mit damit. Ja, wenn man sich die Karosserie ansieht, dann wird man sich schon wundern, hä, irgendwie kommt mir der Wagen bekannt vor. Ja, das ist nämlich das Chassis des Vauxhall Omega und was wiederum in Deutschland der Opel Omega wäre. Also für alle Opel-Fans, das vielleicht mal ein Blick wert für euch. Ja, der Wagen kommt hier beim Highspeed-Test auf 287 km/h, also fast 288 km/h. Das kann sich schon sehen lassen, auf der Nordschleife zum Beispiel. Auf der Döttinger Höhe hat man da schon ganz gute Karten in dieser Leistungskategorie 500 LP. Ja, jetzt sehen wir hier nochmal die schnelle Runde. Der Nürburgring GPD wird immer die Teststrecke sein. Dort mache ich immer ein Best of 3 Runden und daraus die beste Runde wird dann immer die ausschlaggebende sein. Nach dieser Runde werden wir eine kleine Tabelle sehen, wo dann immer die besten Wagen eingetragen werden. Ja, der Wagen, der steuert sich ziemlich gut. Hin und wieder hat man ein bisschen mit Untersteuern zu kämpfen. Natürlich auch gewichtsbedingt. Das Fahrzeug hat Heckantrieb, das ist sehr gut für diese Klasse. Und ja, macht den Wagen auch sehr manövrierfähig. Vor allem in den mittleren Gängen 3, 4 zieht der Wagen richtig gut durch. Und da könnt ihr auch wirklich bei den etwas schnelleren Kurven gut punkten. Und ja, könnt dabei auch wirklich konkurrenzfähig mitfahren. Ja, auf 550 LP ist der Wagen noch schneller, da erreicht er eine Spitzengeschwindigkeit von 324,4 km/h. Das ist aber auch objektiv, weil ja, das auch natürlich durch verschiedene Tuning-Optionen und Einstellungen wahrscheinlich auch etwas nach oben gesteigert werden kann. Aber das sind jetzt ungefähr so ein paar Standardwerte ohne ein großartiges Setup, abgesehen von der Getriebeübersetzung. Ja, wir sehen, wir können den Wagen gut platzieren hier auf der Strecke. Also Grip ist gegeben. Das Ganze ist mit Rennreifen weich gefahren, weil die auch meistens in den Online-Rennen zum Tragen kommen. Jetzt sehen wir hier mal die Tabelle. Da ist der Wagen jetzt auf Platz 1, weil einfach noch kein anderer aufgenommen worden ist in dieser Serie 133. 599, ja, und jetzt sehen wir hier nochmal einen Ausschnitt aus so einem 500 LP Roadcar-Rennen aus Online-Modus. Ja, und man sieht, der kommt schon immer ganz gut mit, der Wagen. Es ist auf jeden Fall nicht der Beste. Er kommt nicht gegen den zum Beispiel BMW M3 CLS oder GTR an.
Dieser Wagen ist übrigens eigentlich fast der beste Wagen in dieser Kategorie, würde ich mal so behaupten. Ja, unter anderem jedenfalls. Und ja, kommt ganz gut mit der Wagen auf jeden Fall. Ist ein guter Allrounder und es ist mal cool, mit so einem Wagen aufzuschlagen, weil sonst sieht man wirklich immer nur diese M3s und was weiß ich, GT86, Z3s etc. pp. Da ist es wirklich mal cool, mit dem Wagen um die Ecke zu kommen und dann auch noch konkurrenzfähig zu sein, weil man erwartet es eigentlich im ersten Blick nicht unbedingt von dem Fahrzeug. Ja, und wie gesagt, natürlich auch gut für alle Opel-Fans, die mal ein Opel fahren wollten. Es ist eigentlich kein Opel, sondern ein Lotus, aber das Chassis ist das des alten Omegas. Ja, das sollte es jetzt auch erstmal gleich für den ersten Teil der Serie sein. Ich weiß nicht, wie es ankommt. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Feedback bekomme. Und dann werde ich noch viele verschiedene weitere Fahrzeuge vorstellen. Und Streckenvorstellungen werde ich jetzt auch vermehrt machen. Also es geht jetzt weiter in Richtung GT, was ich hier so veröffentlichen möchte. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, das hat euch vielleicht ein bisschen geholfen oder euch unterhalten. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.